Seid herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Schaman, da oben schleichen sie schon rum. Ich sammle jetzt erst. Nee. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremde. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Ruhrpost. Aber nicht Dr. Lärm sagen wir. Alter, du Pisskerl! Alter, wer hat mich denn jetzt schon wieder in... Ja, geht ja schon wieder gut los. Bringst du mich auch nach Hause? Juhu! Welcher Penner hat mich denn jetzt schon wieder umgenietet? Toll, noch eine Little Sister und wir haben auch gerade schon eine, ne? Guck mal. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Belohnung für die Rettung der Little Sisters gefunden. Du bist nicht allein, Vater. Die Mädchen, die du gerettet hast, halten zu dir. Im Gatherer's Garden ist etwas für dich. Ja, stolze Eltern, $50 und 80 Eltern, geil. Erstmal gegen die Datenbank ablegen. Nice. Super. Erstmal Plasmid-Slot mehr. Ja, das können wir erstmal reinpacken. Dann hätte ich gerne noch einen Plasmid-Slot. Und dann würde ich gerne den Insektenschwarm haben. Nose, Sicherheitskommando. Bei der Insektenschwarm ist eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Okay, ich nehme doch lieber Fackeln bei dem. Aber das tut man nicht alles für die Little Sisters, da gehe ich auch lieber ein paar Mal drauf. Alter, was ist das überhaupt für eine Waffe? Die will ich auch haben. Und das buchstabiert man M-A-M-M-I. Hört sich an, als würde Wales Bruder Daniel jetzt das Pink Pearl betreiben. Das ist ein Bordell der Extraklasse, mein Junge. Auf deiner Seite der Tür. Sieh zu, ob du den Code bei Daniel findest. Das Problem ist einfach, dass die Little Sisters im zweiten Teil schon die Dinger heilen. Das ist natürlich jetzt übel. Der Mann im Mond ist ein Mädchen, ist er bei uns? Nein, der ist kein Mädchen. Du
Das ist eigentlich ganz, ganz gut, dass du jetzt hier bist. Ich habe absolut keine Money mehr. Deswegen. Ja, Daddy. So. Jetzt habe ich noch ein paar Fallnieten. Davon habe ich nichts mehr. Die habe ich noch zwei Schrot. Klasse. Aber was tut man nicht alles? Ja, immerhin ein bisschen Geld. Wäre mir zwar lieber, wenn sie jetzt hier das Erde noch nimmt, aber das Problem ist, ich habe kaum Money. Deswegen rette ich sie jetzt lieber so schnell. Das kommen wir nämlich jetzt gleich mal. Ich versuche mich auch zu konzentrieren, also halt die Schnauze. So, nehmen wir lieber das Eve Upgrade hier. Scout, ermöglicht es dir, als unsichtbare Plasmide schmeckender Scout rumherzugehen. Aha. Wir nehmen lieber ein Gegen-Tunika-Upgrade. Ey! Tossi! So, gib mir mal Money. Ich brauche Money. Oh, zweimal Autohacker-Pfeile, 30 an die Person. Oh. Das sind ja ganz, ganz feine Sachen hier. Die ich bekommen habe. Trotzdem würde ich gerne erstmal 1, 2, 3 Verbandskästen nehmen. 2 E-Spritzen und ein paar Nieten-Dinger. Was willst du? Ich mache hier unten die Regeln. Danke. Eine Leiche, die ich schon habe. Oh Mann. Lol. Nur du hängst mal, ne? Was ist denn das Feines? Theum Geilo. Oh ja, gib mal schon her. Kann man gebrauchen. Lol.
So schön das Teil auch ist, ne? Oh, Alter! Das war mal knapp. Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. So, das kannst du nicht mehr verwenden. In die oberste Etage soll ich nicht, danke. Alter, jetzt wäre ich hier mit Muni wieder zugeballert, ne? Obwohl, eigentlich ganz praktisch. Heilige... Zum Top. Ach, da unten hängt ja noch einer. So. Dann untersuchen wir mal, ne? Oh, da fällt mir ein, was ich hätte erst machen können. Aber jetzt ist es zu spät, egal. Verdammter Simon. Rapture ist also undicht, na und? Wenn man deswegen Rotz und Wasser heult, wird's hier nur noch feuchter. Hab ich recht? Nichts weist darauf hin, dass es an unseren Entwürfen liegt. Kann genauso gut Push der Baufirma sein. Aber nein, Simon kriecht zu Dr. Lamb. Ganz zerknirscht, weil wir keinen Auftrag mehr kriegen. Und als er wiederkommt, sagt er, er wollte schon immer Priester werden. Und er ist jetzt Pfarrer Simon Wales. Sein Glaube ist noch nicht mal katholisch. Jetzt gibt es zwei Götter, heilige Zahlen, den verdammten Charles Darwin und weiß der Teufel was noch alles. Wenn mir diese Sophia Lamb über den Weg läuft, dann klatsche ich ihr eine und eine Kopfnuss gibt's noch mit dazu. Astrein professionell, mein Lieber, astral. Besser geht gar nicht. Genau so viele, sagt sie. Ich versuch so. Jedes Feuer. Genau so viel. Ihr mögt zwar Waffen haben, ne? Aber ich hab das Feuer. Ich hab das Feuer. Lol. Okay. Was war das denn für ein perverser Sack? Oh, guck mal, hier habe ich eine Spritze vergessen. Also mit 10 habe ich es auch gerade heute nicht so. Ganz gut, dass das Ding hier steht. Das ist leer. Ist wie mit Aktien bei Null anzufangen. Macht einen müde. Wer ist da? Deine Mutti! Ach, tut mir leid, du bist ja gar nicht mein Kind.
Gib mal schön die Talerchen her, kann man gebrauchen. Klar, ich hatte schon einige Feuer zu meiner Zeit. Und die hatten alle ihre Macken. Aber ich glaube, Rupert schlägt sie alle. Er wollte immer, dass ich mich währenddessen hochspleiße. Meinte, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt, wenn ich das Fixen angefangen hätte. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier im Drop. Ja. Könnte sein. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich speichere hier mal. Und dann war es das auch für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.